Hallo ihr Lieben, heute möchte ich mir mit euch zusammen die Demo-Version zu Omno anschauen. Omno ist ein Kickstarter-Projekt, das jetzt noch knapp 2 Wochen läuft. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und das Ganze wurde von einem einzelnen Entwickler kreiert. Jonas Marke heißt der gute Herr und der stammt sogar aus Deutschland. Und wir haben eine Mail bekommen, in der wir die Demo hier zum Antesten bekommen haben. Ich bin wirklich sehr gespannt, denn das Ganze soll ein atmosphärisches Adventure werden. Und da musste ich sofort an Rime denken. Der ein oder andere von euch hat vielleicht auch Rime bei uns auf dem Kanal gesehen. Ich stürze mich auf jeden Fall gleich ins Abenteuer und nochmal ausdrücklich der Hinweis, es handelt sich um eine Demo. Hier steht's ja auch, das Ganze, was hier zu sehen ist, ist eine Pre-Alpha-Demo. Das, was hier an Features integriert ist und an der ganzen Umgebung, das ist jetzt wirklich nur für die Demo-Zwecke. Von daher, wenn Bugs auftauchen und alles, dann einfach nicht zu krumm nehmen. Ich bin wirklich gespannt, was uns hier erwartet und nehme euch jetzt einfach mal mit auf ein kleines Abenteuer. Es heißt so 10 bis 30 Minuten Gameplay. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Und wir drücken jetzt einfach mal L, um loszulegen. Der Kleine sieht schon echt lustig aus. Oh, da ist er. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Wahrscheinlich heißt er Omno. Ja, das sieht doch hier schon mal echt hübsch aus. Muss ich sagen. Die Musik sieht auch gut aus, genau. Die Musik hört sich auch super an schon. Und gucken wir mal, was wir können. Wir können springen mit der Leertaste. Steuerung ist ganz normal die WASD-Tasten. Okay. Das war die rechte Maustaste. Alles klar. Damit können wir also irgendwie auf den Boden stampfen. Können wir noch irgendwas machen mit der Steuerung? Okay, Steuerung. Da aktivieren wir unseren Stab. Dann starten wir doch einfach mal hier mit der Erkundung. Okay, ja, hold jump to jump higher. Also gut, das ist dann halt der längere Sprung. Da kommen wir jetzt hier auf die verschiedenen Flächen. Ich denke mal, wir werden hier noch kennenlernen, wofür die einzelnen Sachen notwendig sind. Das sieht hübsch aus hier. Die Musik, die Musik. Wir haben ein neues Gebiet gefunden, Agnea Plateau. Ja, dann müssen wir mal schauen, wie wir da rüberkommen. Auch in der Ferne zwitschern die Vögel. Hier können wir unseren Stab aufladen. Das ist ja hübsch. Ah ja, okay, sprinten. Gamepad habe ich gerade nicht. Ach so, oder linker Mausbutton soll das heißen wahrscheinlich. Huch, mein Gott, oh Gott. Da habe ich mich jetzt ein bisschen erschrocken. Das ging ja tatsächlich... Oh nein. Ne, Profi am Werk, ihr wisst, wie das ist. Einmal zu weit... Boah, zu kurz gesprungen. Okay, jump forward and dash. Dann springen wir vorwärts und drücken die linke Maustaste. Das läuft doch schon geschmeidig. Oh, mit dem Mausrad können wir sogar hier ranzoomen. Oh, er guckt ein bisschen traurig, der Kleine. Aber gut, hier ist ja auch niemand weiter. Gather energy by interacting with the environment. Da können wir also unsere Energie aufladen. Hier, das Stampfen. Okay. Jetzt haben wir also... Hatten wir diesen Armreifen gerade schon? Ich weiß gar nicht. Und hier sind überall solche Steine mit diesen Energiepartikeln. Ich glaube, ich bin jetzt schon total verliebt in den Soundtrack. Das hört sich super an. Und das sieht auch wirklich schon richtig gut aus. Ja, okay.
Dann schauen wir uns hier noch so ein bisschen um. Oh, mein Gott, es gibt sogar andere Lebewesen. Ist die Frage, ob das jetzt Gegner sind oder... Nee, die verstecken sich. You discovered Lapi Crabs. Hallo. Ah, die tun uns nichts. Hallo. Vielleicht können die sich ja stapeln. Boah, die müssen wir bestimmt nutzen, um an verschiedene Orte ranzukommen. Na, ich wollte eigentlich hier rauf. Vielleicht funktioniert das... Doch, das funktioniert mit den Steinen. Da oben ist doch wieder was. Da ist doch wieder ein Würfel. Oh, da kommen wir noch nicht ran. Explorer Stones 1 von 4. Okay, also hat man hier... Oh. Unser Armband ist größer geworden. Ich nenne das jetzt einfach mal Armband, ja. Aber es gibt hier auf jeden Fall so eine Explorer Notes, die wir sammeln können. Und was ich noch vergessen habe zu sagen, das Spiel soll übrigens im Jahr 2019 rauskommen, im zweiten Halbjahr. Das Ganze als PC-Version. Und je nachdem, wie sich die Kickstarter-Kampagne entwickelt, dann auch für PlayStation 4 und für die Nintendo Switch. Aber das hängt halt eben davon ab, wie viele Unterstützer sich noch finden. Auf jeden Fall erscheint es aber als PC-Version. Da oben? Da ist so ein Kreis in den Stein graviert. Aber ich sehe jetzt noch nicht, ob wir da rankommen. Oh Moment, da ist ein Schatten gewesen. Ach, da hinten. Da ist noch ein Objekt. Das möchte ich mir schnappen. Kann ich was mit dem Gras machen? Nee. Oh, da sind noch mehr kleine Figürchen. Hey Freunde, you discovered Shoops. Die quietschen lustig. Quietsch. Oh. Oh mein Gott. Und die haben verschiedene Farben. Und die lassen Energiekugeln frei. Ah. Die hören sich verdammt witzig an. Ah, und hier sind wieder diese Lapi Crabs. Das sind auf jeden Fall noch ein paar, ja, leuchtende Kreise, die wir wahrscheinlich einsammeln können. Oh, und Mücken? Lumibees oder Lumibees. Oh. Ja, wie vorhin schon gesagt, man muss natürlich hier so ein bisschen seine Fantasie spielen lassen. Das ist halt eben auch nur eine kurze Demo. Das Ganze hat ja noch ein Jahr Entwicklungszeit, also... Vielleicht nicht ganz ein Jahr, aber da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit, die ins Land gehen kann. Aber so ist das schon sehr stimmig. Das gefällt mir. Ich würde gerne da oben rauf. Ich weiß nicht, wenn wir jetzt hier unser Sprinten benutzen, dann stoße ich mir nur den Kopf. Oh, Moment. Und hier ist... Können wir was einsetzen? Oder können wir hier unsere Stampfgeschichte machen? Nee. Können wir hier was bewegen? Oh, oh mein Gott. Da muss ich mich wirklich noch dran gewöhnen. Okay, das können wir nicht schieben. Aber das könnte irgendwann mal zu einem Rätsel werden. Und ich muss ja anmerken, das läuft verdammt flüssig, ja? Moment, ich habe gerade nur den Schatten gesehen, aber da vorne schwebt... Ah, da schwebt auch noch so ein Tierchen durch die Lüfte.
Ich muss erstmal meinen Weg finden. Ich weiß nicht, ob wir da oben wirklich raufkommen. Bestimmt habe ich es übersehen. Da kommen wir bestimmt mit diesem Sprinten vorwärts. Ist natürlich die Frage, ob ich damit jetzt Energie verbrauche, ne? Das funktioniert ja eigentlich ganz gut. Also es gibt jetzt noch keine Energieanzeige oder ähnliches. Hier sind wieder diese Blumibees. Oh, und die Krabben. Oh, hier ist wieder so ein Energiebalken. Das ist so eine Explorer-Note wieder gewesen. Ich dachte, es wäre so ein Energiestein gewesen, aber nein. Jetzt haben wir schon 2 von 4. Das heißt, 2 fehlen noch. Da muss ich mich wohl noch ein bisschen genauer umschauen. Aber von da drüben sind wir ja gekommen. Ja. Dann schauen wir uns doch mal ganz genau um, damit wir hier auch alles finden. Drehen wir jeden Stein um. Oder jede Krabbe. Ich finde das wirklich witzig mit diesem Dash hier. Jetzt kommen wir auch hier rauf. Da habe ich mich ja komisch angestellt. Und hier Puls mit Control. Oh. Nicht schlecht. Da haben wir jetzt quasi eine Plattform aktiviert. Und jetzt einfach nochmal. Da möchte ich mir jetzt noch so einen Energiestein holen. Und hier geht auch noch eine Plattform nach oben. Das gefällt mir richtig gut, ne? Diese Animation. Activate Mechanism with the Gathered Energy. Und da müssen wir einen Mechanismus aktivieren. Und natürlich habe ich gerade gar nicht so richtig hingeguckt und total verpeilt, wo das Ding jetzt ist. Na, das ist ja super. Hätte ich jetzt ein bisschen aufpassen müssen. Ist das da unten direkt? Ich bin erstmal kurz hier unterwegs. Ach, okay. Gut, je nachdem, wie ich mich hier bewege, verändert sich die Höhe der Steine. Okay, warte mal, so. Ah, ich kann... Kann ich noch sprinten? Oh, Moment. Okay, das ist egal, wie ich da laufe. Jede Bewegung hier verändert die Höhe. Mal schauen, wie die sich hier bewegen. Die gehen auch komplett nach oben. Oh, nein, verdammt. Da kommen wir gar nicht rauf. Oder ich stelle mich gerade ein bisschen doof an. Ach Mensch, und unser Arm leuchtet ja schon so doll. Ich glaube, das geht so noch nicht. Oder ich habe ein schlechtes Timing. Das kann es natürlich auch sein. Wir müssen auf jeden Fall da oben rauf. Aber das muss schon gehen. Aber nicht so. Was übersehe ich? Was mache ich falsch? Oder muss ich da in das Mittelteil? Nee, da komme ich auf jeden Fall auch nicht ran. Was übersehe ich hier? Oh, jetzt haben wir es hinbekommen. Okay, das war tatsächlich, ja, eine Timing- und Perspektivenfrage. Oh, das war knapp. Da wäre ich ja fast runtergefallen. Natürlich die Sache. Kommen wir da jetzt auf jeden Fall rüber oder müssen wir den Weg gehen? Oh, und da unten, da ist nochmal so eine Explorer-Note. Nein, nein, na! Dann gehe ich mir jetzt erstmal diese Explorer-Note holen. Drei von vier. Eine brauchen wir noch.
Ich denke mal, dafür müssen wir dann wirklich da oben hinkommen. Da möchte ich auch noch rauf. Das leuchtet auch so schön. Da sind die kleinen Quietschis wieder. Muss ich jetzt die Plattform wieder rufen? Die ist ja jetzt gerade weg. Ach nee, die ist oben. Okay, dann muss ich da noch mal rauf. Juhu. Okay, dann einfach noch mal hier aktivieren. Die Plattform fährt runter. Und dann versuche ich mich jetzt einfach noch mal an meinen Jump'n'Run Skills. Ihr wisst Bescheid. So, das kann sich jetzt wieder nur um Stunden handeln. Ah, oder auch nicht. Oder auch nicht. Ich muss nur mal selbst mit mir meckern. Aber was wir auf jeden Fall nicht schaffen, ist jetzt darüber zu kommen. Also, das geht nicht so. Das fährt komplett raus. Dann müssen wir wahrscheinlich echt jede einzelne Plattform hier berühren. Oh mein Gott, hallo. Oh nein, oh Gott. Der Arme. Das hat ordentlich geknallt hier. Nein! Oh. Nochmal. Naja. Nächster Versuch. Was ist denn hier schon wieder los? Warum will denn das nicht funktionieren? Ich hab's echt noch nicht raus. Also auf jeden Fall früher abspringen, damit das nicht schon rauskommt. So. Zwei. Drei. Und hier drüben fliegen wir jetzt so hoch. Da muss ich ja mal schauen, ob ich da dann gleich gegensteuern kann. Ach, hä? Diesmal sind wir nicht hochgeflogen. Okay. Na dann. Ich glaube, das ist unser nächstes Ziel. Aber wie kommen wir denn dann? Na gut, vielleicht kommen wir später dahin, wenn wir jetzt erstmal dort rüber gehen und jetzt hat sich gerade die Perspektive verändert. Einfach mal so. Oh, ich möchte den Ausblick noch mal haben. Das sieht echt hübsch aus. Das passiert von ganz alleine. Perfekt, um Screenshots zu machen, muss ich mal sagen. Oh Gott. Das sollte ich vielleicht nicht zu oft machen. Ich denke mal, dass es später wirklich Lebensbalken und ähnliches geben wird. Auf zu dieser mysteriösen Wand. Was auch immer da dran steht. Die kleinen Krabben wissen es bestimmt. You will be able to read glyphs in the final game. Alles klar. Dann können wir also wirklich später Glyphen lesen. Frage, ob wir das dann von Anfang an können oder ob das dann eine Fähigkeit ist, die wir noch lernen werden. Dann fehlt uns jetzt immer noch ein Explorer Stone. Ob der da oben drauf sitzt? Ich weiß halt nicht, ob wir hier überhaupt drauf kommen. Das klappt von hier nicht. Vielleicht können wir uns ja später im Spiel so ein Flugtier schnappen. Oder können wir hier hoch?
Nee, das geht zu steil. Können wir hier rauf? Vielleicht hier über den Weg? Oder von hier aus mit so einem Sprint? Nee, das reicht nicht. Schade. So, nachdem ich jetzt hier gerade etwas verwirrt durch die Gegend gelaufen bin, ist das Ziel wieder klar. Ihr wisst ja, wie das ist. Ich verlaufe mich in jedem Spiel, egal ob Demo oder fertig. Und wir müssen in die Mitte. Denn das war auch das, was ich vorhin aktiviert hat. Ich habe ja gesagt, ich habe es nicht richtig mitbekommen und jetzt habe ich hier so ein bisschen rumgesucht. Und hier stand gerade was. Moment. Okay, zum Aktivieren einfach E drücken. Ah, jetzt haben wir unsere Energie hier quasi abgegeben und können hier was aufheben. Okay, an unserem Stab hängt jetzt ein Energieball. Oh, jetzt ist er weg. Okay, nein, ich will nochmal. Okay, ich kann mir vorstellen, das ist quasi jetzt wie eine Fackel und wie Feuer, was wir hier mit uns tragen. Ah. Ach so, Moment. Können wir das jetzt... Wenn wir das hier wegnehmen, geht das dann aus? Tatsächlich. Schade, ich habe gedacht, dass wir das weitertragen können. Alles klar, sehr schön. Und das können wir auch benutzen. Da haben wir die nächste Plattform aktiviert. Gut. Ich hoffe, dass sie weiterläuft, auch wenn wir... Aua. Auch wenn wir hier die Energie wieder wegnehmen. Ja, die bleibt aktiv. Sehr schön, dann können wir das hier noch bei den anderen machen. Okay. Und dann schnell rüber. Und nochmal rüber. Checkpoint! Es gibt Checkpoints. Sehr schön. Und jetzt kommen wir da auch rüber. Ich habe mich wirklich gefragt, wie man da hinkommt, aber es hat alles einen Sinn. Und wieder ein Checkpoint erreicht. Na dann springen wir doch mal schnell hinüber. Dann schauen wir mal, was wir hiermit jetzt aktivieren können. Focus your view on the port stone. Und mit der linken Maustaste können wir uns dann teleportieren. Das sind also Teleportationssteine. Was? Fokus? Achso. Da unten muss ich jetzt hingucken. Oh mein Gott! Nein! Hilfe! Warum? Wie konnte das denn passieren? Also, ja. Nicht schlecht. Ob das jetzt so sein sollte? Ich gehe einfach nochmal rüber. Nein, nein, also nein. Mir tut dieser kleine Charakter wirklich leid, so wie ich mit ihm umgehe. Das ist ja... Ist ja ein Albtraum, ist das hier. Der Kleine, der kann nichts dafür. Es tut mir leid. Ach, jetzt sehe ich hier den Portstone. Ah, okay. Also egal von wo, da konnten wir uns jetzt ranziehen. Moment, da oben sehen wir jetzt ja auch schon das nächste Teleportationsfeld. Wuhu! Oh, ich will nochmal! Den kann ich nicht mehr aus... Doch, den kann ich noch auswählen. Das mache ich jetzt nochmal. Das ist ja witzig. Schnieke! Das ist ja wirklich ein cooles Feature. Und hier geht's noch weiter. Oh, und wir haben den nächsten Checkpoint erreicht. Und da oben, da ist der Explorer Stone.
Na. Den holen wir uns doch gleich. Weil gleich ist relativ, denn ich muss erstmal gucken, wie ich da wieder hinkomme. Ach, bestimmt von hier. Juhu, wir haben 4 von 4. Wir haben schon was geschafft. Oh, da drüben geht's noch weiter. Das ist wieder so ein Flugtier. Und ist das ein Dino? Oder das sieht so ein bisschen dinosauriermäßig aus. Und hier? Die sind ja hübsch. Ah, und jetzt sind wir auch am Ende der Demo angekommen. Da habe ich ja doch tatsächlich im Zeitplan gelegen. Es hieß ja so bis zu 30 Minuten und wow, ich finde es echt nicht schlecht, muss ich sagen. So für den ersten Eindruck hat mir das super gefallen. Ich habe jetzt richtig Lust auf mehr bei diesen Wesen, die da jetzt am Ende zu sehen waren. Das hätten neue Freunde werden können. Jetzt sind wir hier noch in der Wüste. Ja, ich bin dafür, dass ihr mir mal in die Kommentare schreibt, wie euch diese Demo gefällt und ja, ob ihr denn auch Lust habt, wenn das Ganze 2019 dann rauskommt im zweiten Halbjahr, dass ich mir das dann genauer anschaue und vielleicht noch ein Let's Play dazu mache. Das hängt natürlich wirklich daran, ob ihr da auch Lust drauf habt. Aber in erster Linie würde mich jetzt erstmal interessieren, wie es euch so vom ersten Eindruck her gefallen hat. Ihr habt nicht vergessen, das ist halt wirklich eine Prä-Alpha. Die Gebiete, so wie sie hier ausgesehen haben oder auch hier aussehen, müssen am Ende natürlich nicht so aussehen. Da wird mit Sicherheit noch einiges passieren, aber die Grundmechanik, die man jetzt hier schon erkennen konnte, also ich finde es nicht schlecht. Das wirkt alles sehr stimmig schon und sehr sympathisch und der Soundtrack, der macht wirklich Lust auf mehr. Ja, und dann drücken wir doch jetzt mal T, denn da steht ja auch Press T to View Trailer und dann können wir uns mal gemeinsam den Trailer zum Spiel anschauen. Das macht doch definitiv Lust auf mehr. Wenn euch die Demo-Version von Omno genauso gut gefallen hat wie mir, dann unterstützt den Entwickler auf der Kickstarter-Seite und dann können wir uns in 2019 auf ein ganz wunderbares Adventure freuen. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.